Moin zusammen. Auto, Garage draußen, drin nicht drin. Ja, heute machen wir mal Batteriewechsel bei einem Mini. Das ist von einer Mitbewohnerin, von einem Kumpel von mir, der sein Moped bei mir stehen hat, vom Niklas. Der hat den auch mal hier abgeparkt, mal Batterie mitgebracht. Und es ist ein bisschen fummelig, weil die ist hier unterm Scheibenwischer quasi hier. Und gucken wir mal, wie wir das rauskriegen und dann eine neue Batterie reintun. Und wie das funktioniert, zeige ich euch aber. So Leute, um das hier mal abzumachen, müssen wir uns erstmal hier... Sieht man das? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Weitwinkel genommen, damit man mal alles sieht. Ja, wir müssen uns erstmal dieses Teil hier abmachen. Und zwar genau bis hier vorne. Das heißt, diese Klappe geht bis hier. Ja, kommt auch schon ein bisschen lose. Wir haben jetzt hier zwei Schrauben. Das sind 10er. 10er Nuss aufspannen. Und dann hier schön abmachen, gut weglegen, nicht in den Motorraum schmeißen. Oh, jetzt habe ich hier voll mit der Mütze davor gestanden, aber ich hoffe, man sieht da trotzdem noch. Hier hinten ist auch eine. So. Heute mal ohne Aufsteckmikrofon, mit internem Mikrofon. Ihr merkt, warum ich das nicht mag, weil es hier quasi alles mit aufnimmt, was hier rundherum ist. Ich hoffe, man hört hier überhaupt noch was. Vögel singen. So. Jetzt haben wir die beiden Schrauben ab. Jetzt können wir versuchen, ob wir das hier irgendwie losmachen können. Das ist quasi oben nur gesteckt. Ich sehe gerade nicht wie. Ah, doch. So. Ach, guck mal einer an hier. Niklas, ging das gut? Wunderbar. Wunderbar, oder? So. Jetzt haben wir die Bakterie schon freigelegt. Ach, guck mal einer an. Ey, Niklas, guck dir das mal an hier. Wir haben uns eben mal ein Video angeschaut, ja? Und da hat der Typ gesagt, ihr braucht hier mega lange Verlängerung und bla, ne? Weil die Batterie ist natürlich unten festgemacht. Und was haben die hier gemacht? Die haben hier einfach diese Verlängerung nach oben gezogen. Da haben die Mini-Mechaniker bzw. BMW mal richtig mitgedacht. Das heißt, ihr schraubt euch hier diesen Halterungsstift einfach mal auf. Ey, wenn das jetzt noch mit rauskommt, dann breche ich ab. Ey, Alter, ich fasse es nicht. Ist das geil? Ist das geil hier? Das ist mega geil, das ist aber richtig cool. So. Endlich mal Leute, die mitdenken hier. So, stark. Das heißt, jetzt haben wir die Befestigung von der Batterie quasi schon auf. Was ist das hier? Ist das auch 10? Ach, das ist ja praktisch einfach weiter hier. Machen wir uns die Minus nochmal auf. So, das bleibt hängen hier, ne? Das heißt, es bleibt hier dran. Legt euch das gut weg. Dass hier nichts passiert. Das ist Fahrzeugmasse, ne? Das heißt, ihr könnt das irgendwo hinlegen, wenn ich das irgendwo verbinde. Hier war schon mal jemand dran, das heißt, normal ist das hier zugeklipst. Ne? Normal ist das so. Muss das hier aufklipsen. Ich weiß nicht, sieht man das überhaupt auf dem Video? Ja? So, machen wir uns den. Das sieht man gar nicht. Das macht nichts. Hinter der Motorhaube. Ja, hinter der Motorhaube, ja, okay. Dann machen wir hier auf. Und ziehen uns den Pluspol ab. Den Pluspol müssten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen einpacken. Das heißt, ich hole mal ein Tuch. Wir pausieren hier gar nichts. Wenn du rüberziehst von hinten. Ach so, ja. Ich mach gleich mal ein bisschen von vorne hier. Warte mal, machen wir das mal direkt. Mach ich ja normalerweise nie. Heute ist Premiere. So. Stellen wir uns das mal hier um. Sorry Leute, das ist so ein Quick and Dirty hier. Einfach nur aus Spaß. So, dann kommt das hier drum herum, das Tüch. Das Tüch. So, hier den Pol einfach mal eingepackt haben. So, jetzt können wir mal gucken, wie sich schon bewegt. Ich schaue nochmal nach hinten. Moment, es kann sein, dass die hinten auch noch festgemacht ist oder irgendwo eingerastet ist. Nee, eigentlich müsste sie jetzt so wie sie ist nach vorne kommen. Ich guck noch mal. Ja, tut sie auch. Sie sitzt hier vorne. Hier unten ist eine Wanne. Und die Wanne hat vorne einen Steg. Das heißt, ihr müsst die Batterie vorne ein bisschen anheben und dann nach vorne ziehen. So, hier ist der Schlauch für die Entlüftung, falls sie mal ein bisschen schwitzt hier. So, holen wir sie mal hier raus. Zap. Vor sich schwer. Holt euch jemanden, der stark ist, der macht das dann für euch. So, jetzt haben wir die neue Batterie. Ja, stell ich sie mal dahin. Also so sieht die aus. Es sind natürlich hier noch diese Polkappen drauf.
müssen wir natürlich abmachen. Eins, zwei. So, jetzt haben wir gesehen, wir haben minus rechts abgemacht. Das heißt, der Massekontakt ist hier. Das heißt, die muss natürlich jetzt einmal gedreht werden. Das heißt, wir drehen uns die mal. Und setzen uns die hier wieder rein. Oh, mein Güte, ist auch nicht schwer. Oh. So. Wie gesagt, achtet drauf, dass die hier unten in der Wanne richtig drin sitzt. Mal gucken. So, jetzt sitzt sie. Jetzt kann sie nirgendwo mehr hin. Jetzt drehen wir uns diesen super schönen Steg hier wieder auf. Also das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Das kommt direkt mit raus. Ein bisschen fummelig hier unten. Ne, wenn es nicht passt, ruckelt ein bisschen an der Batterie, dann passt es irgendwann. Jetzt kann man sich das hier handwarm andrehen. Und dann hier mit der Knarre komplett festziehen. Feuerwehr, Notortswagen. So, jetzt machen wir uns das in umgekehrter Reihenfolge wieder dran. Das heißt Minus zuerst, also Masse zuerst. Und mach das hier einfach gerade. Wieder hier hoch. Ach nee, wichtig ist hier genau, diese Schwitzleitung muss hier wieder dran, oben an die Batterie. Passt auch. Ist die Klemme ab? Nee, der Schutz ist ab. Oh, es funkt schon. Hast du die Zündung noch an? Nee, ne? Gut. So. Also nicht erschrecken, wenn es hier mal kurz knistert. Die Steuergeräte gehen dann irgendwie wohl wieder an, selbst wenn der Zündschlüssel nicht steckt. Muss dann darauf vorbereitet sein. Hier, Leute, ne, passt bloß auf. Ich habe hier jetzt eine metallische Verbindung. Wenn ich jetzt mit der Knarre hier irgendwo an den Lack komme, dann mache ich mir hier einen Kurzschluss. Ne, aufpassen. Nehmt was, was kurz ist. Weil das hier ist eigentlich schon zu lang. Am besten, ne, am besten wäre es, wenn die Verlängerung abmacht, dann macht ihr das hier so. So, ne? Das wäre perfekt, bitte so machen. Ist jetzt auch schon fest. Klipsen wir uns das hier wieder fest. Niklas, mach bitte mal einen Startversuch jetzt. So, gucken wir, ob das funktioniert. Zündung an. Ah, sehr gut. Ja, kannst wieder ausmachen, danke. Super. Das hat ja funktioniert. Das Wichtigste ist bei Arbeiten im Motorraum, schaut am Ende, ob nichts mehr drin liegt, ne? Hast du wieder ein Gewicht gekriegt, oder was? Was ist das? Velursitze. Ja, schön. So, ich bin gespannt, wie das jetzt hier wieder reinpasst, weil das war eben ein bisschen Gefummel. Aber eigentlich sollte das hier... Nein, nein. Nein, nein, nein? Ja, warte mal. Dann muss ich mal gucken hier. So. Ja, das muss natürlich noch über das Bolzengewinde hier drüber gehen. Ah, hier hinten ist der Trick. Ja, ich sehe gerade, was Niklas hier meinte. Das ist natürlich... Ja, aber ihr müsst es einfach nur runterbiegen. Ich zeig's euch gleich. Sieht man es hier? Man sieht es nicht, ne? Oder? Jetzt schon. Jetzt schon? Ah, stark, danke. Ne? Das ist ja Gummi. Meine, der Gummi liegt jetzt genauso wieder da, wo er vorher lag. So, jetzt machen wir es wieder fest. Mehr nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben hier, das ist die kleine Schraube, die ist vorne. Handwarm dran. Und die große Schraube hier, das ist quasi die von hinten. Ist mein Zehner. Wer hat meinen letzten Zehner geklaut? Niklas, warst du das? Diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay. Mühsam, man hält das Eichhörnchen oder packt sie noch nicht? Doch, sie packt.
So. Also wie gesagt, ich garantiere für nichts, ne? Wenn ihr eure Batterie wechselt bei einem Mini, vorne diesen Steg nicht findet, mit dem das befestigt ist, dann braucht ihr wirklich eine lange Verlängerung für eure Knarre, weil ihr dann an die Schraube dran müsst, die ist wirklich unten am Fuß der Batterie vorne, ist so ein Klemmblech, das wir eben rausgenommen haben. Und es gibt wohl Modelle, wo das noch nicht so schön gelöst worden ist wie hier. Jetzt frage ich mich allerdings, ist das so gewollt? Ja, das ist okay. So, jetzt sitzt es aber da hinten schon nicht mehr richtig. So, Moment mal. So, noch mal ein bisschen gucken hier. Was da los ist? Du hast da noch nicht verbunden. Ich hab's da nicht verbunden, ja. Aber was wird hier verbunden? Hier wird eigentlich nichts verbunden. Nö, jetzt sitzt es. Der Schmott ist genauso wie vorher. Die Ränder schließen hier oben ab. Jetzt kommt hier meist der Motorhaubendichtung wieder drauf. Die drücken wir einfach hier drauf. Die kann ja auch nur in eine Richtung gehen. Die hat sich ja schon verformt. So, jetzt gucken wir nochmal in den Motorraum rein, ob hier noch irgendwo Werkzeug drin liegt. Tut es nicht. Zettel, das war ich nicht. Fertig! Zu! Ja, das ging schneller als gedacht. Aber muss ja auch mal was gut klappen. Ja, das war ja einfach. Ich hatte eigentlich mit längerem Aufwand gerechnet, aber dass dieses Plastikstück da so einfach runtergeht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind nur zwei Schrauben und müssen uns ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Und da ist die Batterie ratzfatz gewechselt. Also falls ihr mal irgendwie jemanden habt mit einem Mini, der das machen muss, da kann er sich immer anschauen und auch muss keine Angst davor haben. Dafür muss er nicht in die Werkstatt fahren, das kann wirklich jeder machen. Und dafür ist das Video da. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Und ich sag viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.